Willkommen zurück bei einer neuen Folge Witcher 3 Wild Hunt. Wir müssen jetzt noch mit Hilfe der Hexersinne etwas über den Kreuzdorn am Grunde des Flusses finden. Dazu brauchen wir natürlich erstmal Plötze, der uns dahin bringt. Also, los geht's, lauf Plötze, lauf. Hopp, hopp. So. Muss ich hier irgendwas. Nicht, dass ich irgendwie was passe, ab und zu mal die Hexersinne benutzen, aber. Hier scheint nichts weiter zu sein. Ich will mich erstmal nicht mit zu großen Gegnern anlegen. Reiten wir da durch das Dorf durch? Ja, ne. Hallo, meine Lieben. Schon tun die Gelenke weh. So. Schafe haben die Kleinen. Die Kleinen, ja klar. Die Bauern. So. Oh, da ist ein Ausrufezeichen. Da reiten wir doch mal hin. Wen haben wir denn da? Ach, komm, Plötze. Mach langsam. Was? Das war das letzte Mal, dass ich was verliehen habe? Okay. Reden mit der alten Frau. Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein. Muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Was zum... Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz. Da hab ich sie ihm gegeben. Okay, faszinierende Geschichte. Interessant, was geschah dann? Interessant. Und was geschah dann? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Hauptsache die Pfanne, wie sie wieder... Verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Ja, das ist natürlich blöd in der Zeit. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Na, dann wollen wir mal reingucken, wa? Gut, ich helfe mein dir. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, und wahrscheinlich auch der letzte. Du solltest lieber hier warten. Nur für den Fall. So. Blockiert die Hüttentür. Setzt deine Hexerinstinkte ein. Einige Objekte, die können nicht zerstört werden mit dem... Okay. Das Artzeichen. Cool. So, wen haben wir denn hier? Ja, ich guck erstmal... Eine Leiche. Ah, das erklärt den Gestank. Untersuchen. Seine Kehle. Er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Wie bitte, mein Lieber? Was? Nichts. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. So. Da, da liegt eine Pfanne. Oh, was ist das denn? Dokumente. Fast komplett verbrannt. Okay. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Lesen. Und wenn du ein Treffen ausmachst, dann tauchst du gefälligst auf. Ich bin gekommen, hab mein Leben und das ganze verdammte Unternehmen riskiert, bin mit nichts als meinem verfluchten Schwanz in den Händen dagestanden und hab umsonst gewartet. Ich dachte, die nilfgaardischen Truppen wären besser organisiert, aber du... Sag deinen gesegneten General, dass ich und meine Leute nicht nachtragend sind und wir die Verhandlungen nicht abbrechen wollen. Aber da sich unser alter Plan in Wohlgefallen aufgelöst hat, werden es dieses Mal wir sein, die Zeit und Ort für das nächste Treffen bestimmen. Was haben wir hier noch? Ja. Yennefers Brief.
Lieber Freund, verzeih mir, dass ich mich nicht nach deinem Befinden erkundige oder danach, wie es dir in den letzten Jahren ergangen ist. Die Zeit drängt. Ich habe wichtige Neuigkeiten, wir müssen uns bald wie möglich treffen. Reite nach Weidendorf bei Wysima und schone das Pferd nicht. Ich erwarte unser Wiedersehen zwar mit Ungeduld, doch kann ich nicht lange warten, weder ungeduldig noch sonst wie. Deine liebe Freundin Yennefer. PS, ich habe das Einhorn noch. Was haben wir hier noch? Seine kaiserliche Majestät Emir Fahl im Reis. Herrscher über das Reich aus. Nachdem er warm. Okay. Ich möchte das jetzt ungern alles. Komm. Emir Fahl im Reis herrscht, um sein Reich auszudehnen. Seine strategische Brillanz dient nur einer einzigen Vision, die Welt zu erobern. Obwohl er selbst mit Recht nicht von Eroberung, sondern von Errettung spricht. Ja, der Kaiser von Nilfgaard steckt die Welt mit dem Feuer der Zivilisation in Brand. Nachdem er über die noch warmen Leichen der Thronräuber seines Vaters gestiegen war, nahm der Kaiser die Krone und begann, sich die nördlichen Reiche einzuverleiben. Der Norden wurde von Terror heimgesucht, lediglich die Schlacht von Brenna verlangsamte den siegreichen Vormarsch der kaiserlichen Armeen. Dann wurde ein vorübergehender Friede ausgehandelt, obwohl keiner diesem Trugbild Glauben schenkte. Emys Ziel, den gesamten Norden zu seinem Vasallen Nilfgaard zu machen, blieb unverändert bestehen. Er nutzte Deckmantel des Friedens, um seine politischen Tätigkeiten zu investieren. Nun ist es das Ergebnis für alle sichtbar. In den Reichen der Nordlinge herrschen Chaos und Unordnung. Sie stehen aufgrund ihrer internen Streitigkeiten und des Verrats am Rande des Zusammenbruchs. Nur eine starke Hand kann dieses Chaos beseitigen. Nur ein weiser Herrscher kann den Blinden eine Vision schenken. Nur Emir Fahl Emreis kann den Norden retten. Aus diesem Grund haben unsere Armeen die Yaruga überquert zum dritten und letzten Mal. Okay, dieser Kaiser scheint sehr gewalttätig zu sein. Wenn ich mit dir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Ah, die unbezahlbare Bratpfanne. Oh. Sauber geschrubbt. Warum? Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Okay. Nicht schlecht. Hast du die Pfanne gefunden? Ja, aber natürlich. Ich nehme bloß hier alles mit. Ich denke, das wird hier keiner vermissen. Ich mache hier erstmal ein bisschen Licht, damit ich mehr sehe. Hier wohnt ja jetzt eh keiner mehr. Da kann ich auch alles mitgehen lassen. Stahlblech, Schema, stumpfer Armbrustbolzen, Rezept, Äther. Ich nehme einfach alles mit. Bring Schemas zum Handwerk und entsprechende Fähigkeiten. Okay, cool. Wenn ich die Kerzen anzünde, kann es sein, dass das Haus abbrennt. Nee, ne? Alchemistenpulver, Alkohol lässt. Seine Kehle, ja, wurde erdrosselt. Das wissen wir nun schon. Dann einige alte Narben, wie bei einem Soldaten. So. Hast du die Pfanne gefunden? Bleib ruhig, Alte. Gewesenes Fleisch. Nee, das kann ich hier lassen. Jägerhose und Ohrung. Da ist noch ein Sack. Welis, Runstein und Öl. Dieser Ausflug hat sich gelohnt. Na, Alte? Hier, deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste wohl dringend einen Brief schreiben. Und hat eilends ein paar andere Dokumente verbrannt. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut, sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Rate mir einen Weißfisch zum Essen. Eine blitzblanke Prachtpfanne. Quest abgeschlossen. So. Hier haben wir doch aber noch einen Sack, ne? Da gucken wir mal rein. Dunkeleisenerz, das nehmen wir natürlich auch mit. Und ich denke mal, dass da wird auch keiner mehr brauchen. Ein bisschen Holz, ein bisschen Phosphor. Was lagert man auch sonst in vollen Säcken auf einem Steg? So. Ich hoffe, ich habe alles. Vielleicht liegt hinter dem Haus noch irgendwas. Da liegt tatsächlich noch was. Als ob. Ich gehe mal einmal rum. Ich will ja hier nichts liegen lassen. Deswegen
Lieber auf Nummer sicher gehen. Wasserflasche ist immer gut. Na, komm mal. Zack. Und Ohren. Na, super. Hat sich nicht super gelohnt, aber zumindest etwas. Okay. Jetzt müssen wir hier irgendwie da unten. Okay, das scheint der Kreuzturm zu sein. Halte Umschalt links gedrückt, um schnell zu schwimmen. C gedrückt, um nach unten zu tauchen und Leertaste, um aufzutauchen. So. Wie viel Atem verfügst du, damit du nicht ertrinkst? Okay. Dann sammle ich mal etwas Kreuzdorn. Und muss natürlich rechtzeitig auch wieder auftauchen. Vielleicht finde ich hier unten auch noch was anderes. Vielleicht, guck mal, da ist ein Boot. Ich tauche mal ganz kurz erstmal auf. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Ich will hier nicht. Ich habe getan, was ich konnte. Ich sollte mit Wesemir reden. Sollte ich nicht noch ein bisschen mehr mitnehmen? Kommt, ich nehme mal noch ein bisschen mehr mit, oder? Da hinten ist noch was. Ganz viel. Oh, guck mal, da hinten ist tatsächlich eine Truhe. Hm, da schwimmen wir mal nochmal hin hier. So, nebenbei nehmen wir noch ein bisschen von dem Kreuzdorn mit. Und ich sollte wieder auf meine Ausdauer, auf meinen Sauerstoff aufpassen. So. Oh Gott, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Alles mitnehmen einfach. Und ganz schnell nach Schema Temerischer durch. Okay, da hinten ist noch eine Kiste. Die Kisten nehme ich definitiv mit hier. Das ganze Zeug, das lasse ich nicht hier. Soweit kommt's noch. Ohren, Lederstücke. Wow. Also, so lukrativ wie Tauchen ist ja gar nichts in diesem Spiel, glaube ich. So, ich schwimme an der Oberfläche nach da hinten. Ist ja doch relativ... Oh, ein Angler. Hallo. Kann ich mit dem reden, so von hier aus? Hallo. Gut. Dann halt nicht, aber die Kiste hier, die hole ich trotzdem mit. Na, brauche ich gar nicht tauchen zu. Na, komm schon. Ohren, Schema, herausgerissene Seite, Nachterscheinungsabsolut. Alles mit. Noch irgendwo was? Nein. Okay. Dann auf zu Wesemir. Verschwinde lieber von hier. Die wilde Jagd ist stets ein Vorbote des Krieges. Okay, gut. Dann verschwinde ich wohl mal lieber. Doch nicht ohne mein Pferd. Plötze, wo bist du? Oh, hallo. Da ist ja Plötze. Auf geht's. Komm schon, Plötze. Alle, hopp. Lass den Regen das Blut von den Pferden. Was ist das? Achso, Anschlagbretter. Ne, da kümmern wir uns später drum. Erstmal möchte ich die Quelle... Oh, stopp. Sprich mit Wesemir, ja, schön und gut, aber da will jemand was von mir. Den nehme ich natürlich mit Willis. Hallo, mein Kleiner. Was ist denn passiert? Ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles! Ah. Und das tut mir natürlich leid, auch wenn er mich beleidigt hat. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten, Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Kopper. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Okay, dann... Suche ich mal den Brandstifter. Suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest.
damit er kriegt, was er verdient. Das klingt gut. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Ohren sind immer rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Ja. Viel Glück. Da habe ich vielleicht mehr zu bieten. Gucken wir uns das Ganze mal an hier. Ich gehe mal ganz stark davon aus, ich muss... Da, die nehme ich erstmal mit hier. Irgendwo hier gucken. Na. Was sind denn hier? Aufnehmen. Abgenutzter Lederbalk. Ich will ihn ja nicht beklauen hier. Ach da. Hier. Hier sind Spuren. Untersuchen. Der Brandstifter muss hier eine Fackel angezündet und sie aufs Dach geworfen haben. Und dann ist er durch den Garten verschwunden. Feige Sau. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. Folgen wir doch einfach mal den Spuren. Ah, hier ist noch was zum Untersuchen. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Der scheint betrunken gewesen zu sein. Aber... Gehen wir einfach mal weiter. Wir werden bestimmt denjenigen finden, der dafür verantwortlich ist. Oh, was ist das? Eine Truhe, die niemand braucht? Kein Problem, Angelfischernetz nehme ich mit. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Ja, das super funktioniert. Gucken wir mal, wo er lang ist. Beziehungsweise, wo er wieder rausgekommen ist. Ja, einmal unter der Brücke durch, hat sehr viel geholfen. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Okay. Hat seine Stiefel im Schilf verloren. Gut, gehen wir einfach mal weiter. Boah! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wie viele sind das denn? Na. Boah. Aua, 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 aua. So, ganz ruhig, meine Freunde. Na, weg hier. Du auch weg. Aber damit sollte sich das hoffentlich erledigt haben. Ich nehme mal hier das ganze Zeug mit, was die dann so fallen lassen. Zack. Okay, gucken wir weiter den Spuren nach. Ach, da ist schon der nächste Punkt zum Untersuchen. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Den Spuren nach. Den Spuren nach. Wo führen die hin? Guter Mann. Wem gehören die Felder am anderen Flussufer? Ich glaube, diese Pflaumen lassen meinen Mann verrückt spielen. Guter Mann, Meister Hexer. Obwohl er... Hier endet die Spur. Aber ich erkenne ihn an den Wunden. Na, da muss ich ihn nur noch finden. Wo ist er denn? Bestimmt du da, oder? Was willst du? Na, anscheinend nicht. Die Wunden. Wer hat denn hier Wunden? Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Hä? Wie jetzt? Hier ist niemand. Ah, da ist er ja. Spuren von ertrunkenen Klauen. Das muss er sein. Hallo, Nepp. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, betrunken, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles. Oh ja, sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Habe ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Was mache ich jetzt? Soll ich dem Zwerg helfen und mir den Schmied auf meine Seite holen oder einen betrunkenen Brandschatzer? Komm. Lieber ein Elstern Schmied. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. So, versuchen wir es mal. Ganz ruhig, komm jetzt. Ja. Ey, es hat funktioniert, es gibt ja gar nicht.
Ja, gucken, ob das auch bei anderen funktioniert. Ich muss mich entschuldigen. Ja, dann komm mit, kannst du noch geradeaus gehen? Naja, wohl ja nicht. Erstmal esse ich was. Ja, komm schon. Ob der den Weg rüber zur Schmiede noch schafft. Ich bezweifle es aber. Oh, bin selbst vorbeigelaufen. Oh, wir müssen gar nicht zur Schmiede. Stopp. Doch, müssen wir. Ich will ja gar nicht zu dem da. Ich will zum Schmied. Wo ist denn die Schmiede da hinten? Ja. Schmied. Los, aufwachen. Was? Was ist los? Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Knapp? Du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort. Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau, wenn der Nachschub kommt. Ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Das ist eine harte Strafe. Hätte ich ihn nicht verhexen sollen, aber dann hätte ich ihn wahrscheinlich umgebracht. Ja, harte Strafe. Härter konnte die Strafe nicht sein. Aber sie ist verdient. Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst, wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Ja, der verbrennt zu schnell nicht. Sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise. Das ist schön. Ich sag ja, ein Schmied auf seiner Seite haben ist besser als so einen betrunkenen Brandschatzer. Gut. Ich würde sagen, ich gehe noch fix zu Wesemir rüber. Und red erstmal mit ihm. Mal gucken, was dabei noch rumkommt. Ich habe ja jetzt alles für die Bestie. Wesemir. Ja? Was ist denn, Wolf? Wir sind jetzt seit einem halben Jahr unterwegs. Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Borune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha! Du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100. Oh, so alt werden die. Okay. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute zuerst. Der Hauptmann der Nilfgaardischen Garnison weiß, wo Yennefer hin ist. Die schlechte. Wir müssen den Greif für ihn töten. Was sollte er sonst von zwei Hexern verlangen? Ja, natürlich. Weiter. Sag mir, was du weißt. Der Greif hat sein Lager verlassen. Wir müssen einen Köder auslegen und eine Falle stellen. Und? Wie geht's voran damit? Ah, ich habe ein Kreuzhorn, habe ich schon. Ich habe ein paar Informationen, eigentlich alles. Ich habe ein paar Dinge erfahren. Er ist ein Männchen und hatte ein Nest im Fuchswald. Die Nilfgaarder haben das Nest niedergebrannt, sein Weibchen getötet und die Eier zerstört. Und geglaubt, das Problem wäre gelöst. Immer das Gleiche. Statt einen Experten zu holen, versuchen die Leute es selbst und machen alles noch schlimmer. Ja, natürlich. Man sollte ihn nicht noch reizen, ne? Ich hab den Kreuzdorn. Das sollte klappen wie am Schnürchen. Intensives Aroma. Gestank, ja. Du Stadtjunge. Verwesung, Dung, Pisse. Das sind übliche Gerüche auf dem Land. Weißt du noch? Die Jagd auf den Zeugel in dieser Müllhalde in Dreiberg. Du hast den halben nächsten Tag gebadet und dich geschrubbt. Wie könnte ich das vergessen? Wirst du je aufhören, es zu erwähnen? Schön. Wenn alles soweit ist, sag Bescheid. Dann legen wir los. Gut, Zeit für die Falle. Ich bin bereit.
Warten bringt nichts. Suchen wir einen guten Ort für einen Hinterhalt. Ich weiß schon einen. Die andere Flussseite. Da sind Felder und ein Wäldchen. Viel Platz und weit genug weg, dass uns niemand in die Quere kommt. Gut, wir treffen uns dort. Gut, dann werde ich mal mich direkt auf den Weg machen. Doch erst einmal würde ich sagen, ich hoffe, Moment, Rücktaste im Spielmenü, bereite dich und greifen vor, dem du Trank des der Donner herstellst, okay? Werde das Glossar aus. Zum Herstellen des Gegenstands benötigst du die richtigen Zutaten. Okay. Hier findest du Beschreibung des Gegenstands, den du herstellen willst. Du herstellen kannst in den Kategorien unterteilt. Jetzt habt ihr Donner, um es auszuwählen. Wo habe ich denn Donner? Tränke. Donner. Gegenstand herstellen. Im Inventar ausgerüstet werden. Fortfahren. Gehen wir ins Inventar. Leertaste. Tränke. Donner. Zack. So. Okay. Das wäre also erledigt. Dann gehen wir einmal raus und jetzt könnte ich ihn mit Tee benutzen. Doch erst einmal hoffe ich, auch diese Folge hat euch wieder gefallen. Ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Und ich würde erstmal sagen, bis dann. Ciao.